Ja, das nächste Finale auf der Rundbahn, 800 Meter Männer U23. Mit diesen 8 Athleten, die sich gestern in den Vorläufen durchgesetzt haben. Wir sehen auf der Bahn 1 Christopher Wenzel, LAZ Gießen, auf der 2 Markt Hotel, TV Rendl. Dann auf der Bahn 3 der Titelverteidiger Christoph Kessler, LG Region Karlsruhe, startet da zusammen mit Dennis Gerhardt, LAZ Pumerein. Sieg auf der 4 ist Frederik Ruppert vom SC Miel dabei. Auf der 5 Felix Rüger, SCDAFK Leipzig, und Josh Pütz, OTB Osnabrück. Und auf der Bahn 6 gestartet Tim Hönig, Hamburger Hamburg Running. Das sind die 8 Athleten, die jetzt unterwegs sind. Christoph Kessler, ja, das ist natürlich der Favorit, der Jahresschnellste, der Titelverteidiger von der LG Region Karlsruhe. Unterm Hallendach, da musste er sich knapp geschlagen geben, deutscher Vizemeister. Fuhr dann allerdings zur Hallen-Europameisterschaft und ist auch für die Team-EM am nächsten Wochenende nominiert. Hat die Norm für die U23-EM ebenfalls schon abgehakt. Und hier in Rot, innenlaufend, das ist der... Ja, und jetzt vorne, das ist allerdings Tim Hönig, der als erster auf die letzte Runde geht. Leicht nach außen versetzt, und Christoph Kessler, der lauert dann innen. Mit da dran ist auch noch der Mann vom LAZ Gießen, Christopher Wenzel. Aber sie reihen sich da alle aneinander auf. Und jetzt lösen sich etwas. Tim Hönig aus Hamburg und Christoph Kessler aus Karlsruhe. Christoph Kessler, die letzten 200 Meter. Und jetzt sieht er nochmal an. Das sehen wir sofort am Schritt. Und er löst sich ein kleines Stück. Der Favorit ist vorne. Christoph Kessler von der LG Region Karlsruhe kommt als Führender auf die letzten 100 Meter. Langer Sport von Christoph Kessler. Langer Sport. Und die Lücke ist da. Er ist vorne. An ihm dran noch der Leipziger, Felix Rüger. Aber die Lücke ist zu groß. Er kann über die Schulter schauen und weiß dann sicher, ich bin deutscher U23-Meister. Christoph Kessler behält den Titel, ist wieder deutscher U23-Meister. Über 800 Meter. Die Silbermedaille geht nach Leipzig, geht an Felix Rüger. Und Tim Hönig aus Hamburg wird mit Bronze belohnt. Die inoffizielle Siegerzeit 1:50.44 für Christoph Kessler. Oh.